Der Bürgermeister von Hamburg, wo kommt er her? Aus Ostfriesland. Typisches Dorfklischee. Nee, stimmt nicht. Ich kann doch meine Mitmenschen doch nicht als Dorftrottel hinstellen. Am Dorf kann man, finde ich, schlecht baggern. Aber auf den Leuten ist doch wirklich jeder wie der andere. Dorftrottel sind doch das Allerletzte. Ich komme vom Dorf, wo 8 Häuser stehen und wir sind 16 Einwohner. Der arme Briefträger. Zum Beispiel, der kommt sogar mit dem Auto. Und dort und dort und dort und natürlich auch zu Hause. Und vielen Dank. Auch einen schönen guten Tag, wie schon gesagt, zu Hause. Ich möchte heute jemanden begrüßen oder einige Leute. Und das finde ich ganz toll, dass Sie trotzdem in eine Talkshow kommen, weil es bestimmt nicht ganz so einfach ist, diese Konversation zu verfolgen. Sie sind taubstumm, haben natürlich jemanden mitgebracht, der die Gebärdensprache perfekt beherrscht. Sie übersetzt die ganze Show über alles das, was wir heute sagen. Euch begrüße ich ganz persönlich recht herzlich. Hallo, Servus, Dankeschön, Andreas und auch da. Und viel Spaß, ja? Gut. Euer Applaus. So. Es ist ja so, ich meine, die einen leben gerne in der Stadt, die anderen im Dorf. Und auf dem Dorf ist es ja dann schon etwas schöner und ruhiger und gemütlicher. Man kennt jeden in der Stadt, da geht es ein bisschen heftiger zu und es ist laut. Und interessanterweise auch, manchmal verstehen die sich ja untereinander nicht. Also die Städter und die Dörfler. Und dann schimpfen die Städter schon über die Dörfler. Denn mein Thema heißt heute, Dorftrottel, mach dich vom Acker. Schönes Wortspiel, oder? Toll ausgedacht von meiner Redaktion. Und jetzt, ja, finde ich aber trotzdem gut. Ist mir erst später aufgefallen, fand ich aber gut. So, und jetzt stelle ich den ersten Gast vor, er heißt Brian. Und er hat auch eine ganz bestimmte Meinung zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Brian. Nein. Ich glaube, du hast was gegen Dörfler. Sind denn für dich alle Dörfler Dorftrottels, Trottel? Ja, auf jeden Fall nicht. Ja, Ausnahmen bestätigen, aber in der Regel auf jeden Fall. Sind für mich Dorftrottel, weil auf jeden Fall Hinterwäldler. Die wissen nicht so, was abgeht, so in der richtigen Welt. Man ist so mehr eingeschränkt, man kennt sich untereinander und wenn man dann mal weggeht, dann geht direkt die Post ab und ja, der war gestern wieder saufen und ja, und der hat wieder das gemacht. Also nicht anonym genug. Genau. Aber weswegen sind die dann Trottel? Weil die, weiß ich nicht, ja, von dem ganzen Verhalten her, von dem Aussehen her, so, weiß ich nicht so. Wie sieht so ein typischer Dorftrottel aus? So ein typischer Dorftrottel? Am besten noch so die Gummistiefel an mit der Kordbuchse vom Vater und mit dem alten Hemd und eine Frisur, weiß ich nicht. So. Sind die auch so ein bisschen kopfmäßig hinter, ein bisschen zurückgeblieben oder so? Im Kopf? Ja. Teilweise vielleicht schon, weil die nicht, sag ich mal, so das Denken haben, so wie wir Städter. Weil wir Städter eben anders denken wie die Dörfler. Die Dörfler wollen ihre Ruhe haben, denken, wir sind in unserem eigenen Kreis und alles klar, uns kann nichts passieren. Und in der Stadt, sag ich mal, so sind mehr Situationen, weiß ich nicht, die muss man als Städter kennenlernen. Und ich glaube, die kriegt man auf dem Dorf auf jeden Fall nicht beigebracht. Du wohnst in der Stadt also, ne? Genau. Wo denn? Ich wohne jetzt in Neuss, bin aber im Ruhrpott aufgewachsen, in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Da bin ich mal gespannt, was du zu meinem nächsten Gast sagst und vor allen Dingen auch, was er zu dir sagt. Er heißt Wolfgang, ist mein nächster Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, was du da vorhin abgegeben hast, das trifft hier nicht bei uns zu. Also ich lade gerne mal ein und dann wirst du mal auf unser Fest mal erleben, was wir so alles unternehmen. Also wir machen viele Feste, ich hauptsächlich auch viel. Ich meine, ich gehe auch mit Freunden aus. Ich trinke auch mal über meinen Durst weg und ich feiere auch sehr gerne. Und das ist bei uns schlicht und einfach
wir armen alle. Warum kannst du denn sagen, die Stadt, also die Leute, die auf Land sind, sind Trottel, sollten von Acker gehen. Das trifft nicht dazu. Und das tue ich dir schärfste wieder zurückweisen. Also, was du da gezählt hast. Was meinst du, warum er das sagt? Ja, das weiß ich nicht. Entweder er kriegt keinen Kontakt mit den Leuten auf dem Lande oder er schließt sich da natürlich aus. Wenn ich mit den Leuten nichts zu tun haben will, dann bin ich da auch ausgeschissen. Also, du kannst gleich was dazu sagen, was er sagt, ob du damit einverstanden bist. Und was, muss gleich was sagen, was heißt Werbung? Ah, klar. Gut, Achtung, jetzt kommt's gleich für die Leute, die zu Hause auch nichts verstehen. Wir lernen noch Berit kennen. Das Leben auf dem Dorf ist total langweilig und spießig. Also, sie werdet ihr auf jeden Fall noch kennenlernen und jetzt kommt, das heißt Werbung. Richtig? Ja? Werbung. Werbung. Also. Brian, was meinst du? Kannst du das teilen, was er gesagt hat? Nee, ist typisches Dorfklischee auf jeden Fall. Nein, passt da voll rein. Nein, das voll, ist auf nicht jeden so, Fall. Was du da sagst. Doch. Nein, da komme ich dir wieder. Nee, stimmt nicht. Ist er für dich so ein Dorftrottel? Ist er so ein typischer Dorftrottel für dich? Bist du so ein Dorftrottel, dann hab vor. Ich kann doch meine Mitmenschen doch nicht als Dorftrottel hinstellen. Ja, nee, das haut doch nicht hin. So wie du aussiehst, auf jeden Fall. Ich glaube, ich darf besser mir auftreten als du. Ja, kannst du gerne machen, aber wie gesagt, in meinem Klischee passt ich meine, er voll ich rein. Doch erstmal, so ich mag ein bisschen dick sein oder was weiß ich, aber ich bin gut in Klamotten, ich mach was von mir, ich gehe auch weg, ich sag ganz ehrlich, ich mag nicht gerne in Stadt sein. Ich mag nicht in Stadt sein. Ich bin froh, dass ich wieder abends wieder zu Hause bin. Ich mag die Natur gerne allein. Ich bin ein Naturfan, also, und ich bin auch im Naturverband. Und so alles. Man muss dazu sagen, ihr merkt schon, ihr lacht und schmunzelt ein bisschen, weil sein Deutsch ist dann doch für uns etwas merkwürdig. Man muss aber dazu sagen, du hast in der Schule, das ist tatsächlich so, platt gelernt. Ihr also habt das nur gelernt. Schule, daher kommt dieses... Das kommt so, ich war viel weg mit meinen Eltern. Mein Vater war ja Schiffführer und Kapitän und ich war viel mit auf der See und so. Und dann waren wir viel in Holland, wir waren im Ausland und als Kind kriegt man viel durcheinander mit, so, und dann kam ich in die Schule und bei uns in Ostfriesland, wo ich wohne, da wurde erst Plattdeutsch gesprochen und auch noch Altdeutsch aber geschrieben. Wieso hat man über die Ostfriesen immer so viel Witze gemacht? Bitte? Man hat ja immer so gern die Ostfriesen-Witze gemacht. Ist dann doch da was dran, dass er sagt, das sind nein, doch... Nein, ich mache auch gerne Ostfriese-Witze. Warum das denn? Ich mache auch gerne Ostfriese-Witze. Also für dich, Brian, ist er so ein richtiger Dorftrottel. Auf jeden Fall. Ich lade ihn mal ein. Zu dem Brian da. Ich bin... Diesen Brian da. Ich finde, jeder kann auch wohnen... Was? Ich heiße Brian, nicht... Ja, hab ich doch gesagt. Danke. Ich finde, jeder kann auch wohnen, wo er will. Deine Meinung finde ich total scheiße, ey. Ja, ist doch in Ordnung. Du kannst auch eine scheiß Meinung haben, nur ich habe meine Meinung, verstehst du? Ich meine, jeder kann... ja, jeder kann wohnen, wo er will. Ja, ja, aber dann schlecht. Er verträgt seine Meinung, aber... Das stimmt nicht. Ja, ich meine, jeder kann was sagen. Ja, ich finde, der sieht auch nicht besser als er aus. Ich weiß nicht, was er hat. Ja, was ich meine, jeder hat ein Schönheitsideal, und? Naja, ich weiß nicht. Wie sehe ich denn aus? Ich möchte noch mal jemanden vorstellen, und der sicherlich dazu auch einiges sagen kann. Er ist ein sehr guter Freund. Erweitern unsere Runde noch ein bisschen mit jemandem, der auch dazu eine Meinung hat, ob man das vertreten kann, weil das Ende sagt, ich weiß es nicht, hier ist der Dirk. Dorftrottel sind doch das Allerletzte. Hallo, was hast du gegen Dorfbewohner? Ja, Dorfbewohner. Ich stelle mir da beispielsweise Leute vor, die mit ihren aufgemotzten kleinen Autos durch die Gegend fahren, einen auf dicke Hose machen, einen auf Macker, gib ihm und die beispielsweise ihre... Also du meinst den berühmten Landadel? Genau, den sogenannten Landadel. Zu dem einen so auf dicke Hose machen, so you, und beispielsweise ihre Samstagabende in ein und derselben Dorfdisco verbringen und dort eigentlich ständig nur dieselben Leute sehen. Und, halt und deshalb, sind die, deshalb sind das Dorftrottel? Dorftrottel von dem her, weil sie halt, ja, sag ich mal, eben diesen einen auf dicke Hose machen, so öi. Machst du das nicht?
Mache ich das nicht? Würde ich nicht behaupten, oder? Ich würde einfach mal sagen, die Dörfler, die sind eben unter sich, ey. Weiß ich nicht. Ich habe auch auf dem Dorf gewohnt, 3 Monate aber nur. Und dann bin ich wieder weggezogen, weil ich keinen Bock mehr auf dem Wieso Dorf Wieso sind wir denn uns? Ja, also wir schließen uns auch mit den anderen Leuten oder mit Stadtleuten an und freunden uns damit an. Nein, aber ihr kommt halt aus eurer eigenen Welt, eure eigene kleine Dorfwelt irgendwie nicht hinaus. Das heißt, sicher komme ich raus. Wenn ich nun nicht rauskam, dann war ich ja ganze die Zeit eingeschrieben. Die suchst du dir nämlich im Internet. Wieso im Internet? Das ist mein Hobby. Ja, dein Hobby. Also, da versuchst du den Kontakt zur großen Welt. Nein, auch nicht im Internet. Ich gehe auch gerne weg. Ich mache auch mit meinem Freund Fahrten und so. Ich gehe ja unter Leute. Warum sind wir denn... das will mir gar nicht auf den Kopf, weil, dass ihr uns als... Was willst du sagen? Ja, ob die beiden da schon mal auf dem Land waren oder so. Ich glaube, die haben eine völlig falsche Einstellung. Ich meine, ich wohne auch auf dem Land und unter 2000 Einwohner oder so hat das. Und wir sind gerne in der Stadt und wir kommen aber gerne wieder nach Hause, weil da haben wir unser Leben. Hat man in der Stadt kein Leben? Doch, aber ich meine, es ist eine Frechheit zu behaupten, die Landleute sind Dorftrottel oder so. Ich meine, woher kommt das, dass die das behaupten? Oder was wolltest du sagen? Ja, ich wollte dir jetzt mal sagen, dass es nichts Geileres gibt, als auf dem Dorf zu leben, weil, ich meine, du kennst ja jeden und du hast eine geile Kameradschaft. Du kannst zu deinen Nachbarn gehen, ey Kollege, helf mir mal schnell hierbei. Und wenn du jetzt in der Stadt wohnst, du gehst dann nicht zu deinen Kollegen, du kennst doch gar keinen in deinem Haus. Das muss ich auch sagen, das stimmt auch. Und das ist bei uns auch so. Wenn bei uns was gemacht wird oder wird was am Haus gemacht, dann kommen die ganzen Nachbarn zusammen und wird zusammen geholfen. So, und im Sterbefall wird auch alles zusammen geholfen und alles. Aber wir sind ein Herz und eine Seele. Ja, Wolfgang, also ich habe das schon so erlebt, beispielsweise gerade diese Dorfkameradschaft, was auch er gemeint hat. Mhm. Es ist eben diese Dorfkameradschaft und wenn da irgendjemand, sag ich mal, anders ist, ja, sei es, dass er eine andere Haarfarbe hat oder eine andere Religion oder sonst irgendwas, das habe ich halt schon erlebt, dann wird er gemieden von dieser sogenannten Dorfkameradschaft, Dorfgemeinschaft. Und dann ist da, auch nicht da so ist doch was dran, Wolfgang. So sieht's aus. Und außerdem wollte ich auch noch mal was sagen. Außerdem, ne, guck mal, wenn du abends weggehst und dann kriegen die Leute, die dich kennen, kriegen auf einmal so Satellitenohren. Ich habe im Dorf gewohnt. 3 Monate. Ja, dann hast du keine 3 Monate. So. Und das waren die Freunde. Das waren Freunde. Außer enge Freunde der Familie, lass mir ausreden. Gut. Und, was ist los? Hier muss man mal ausreden lassen. Und auf jeden Fall, zum Beispiel, wenn ich abends in der Kneipe war, ich meine, da geht mal, ne, ordentlich ein zur Sache. Und dann hieß es am anderen Tag direkt, ja, und die unterhalten sich immer nur über Weiber und wie viel die abschleppen und so. Was überhaupt nicht stimmt. Ist ja nicht so, dass das Gerede schon auf dem Dorf etwas, also es wird genauso geredet in der Stadt wahrscheinlich, nur im Dorf etwas. Ja, Andreas, das möchte ich nicht so ganz hineinziehen, aber ich sag's es gerne, das war in einem Nachbarort von mir in Simonswolde. Das ist ein Stadtjunge gekommen, hat die Urlaub hier bei uns gemacht. Das Mädchen war 15 Jahre. Das Mädchen wurde von ihm geschwängert. Und wo er das gewahr wurde, ist er von abgereist und abgehauen. Und das Mädchen weiß heute nicht, wo der abgeblieben ist. Und sie sitzt mit das Kind. Und das Mädchen hat ihr Leben versaut. Sie ist 15 Jahre. Und das finde ich auch nicht richtig. Dann soll er sich darauf bekennen, was er gemacht hat. Aber es gibt auch Geschichten, dass einer aus dem Dorf in die Stadt ist und hat jemand geschwängert und war wieder weg. Also. Das will ich mal. Gibt es. Gibt es. Naja, aber naja. Naja, dann stelle ich euch jemanden vor, eine Frau jetzt mal. Jetzt haben wir nur Männer angehört. Und ich glaube, sie ist ein... Na, sie kommt direkt rein, ganz ruhig, Olli, du brauchst nichts zeigen. Wir brauchen die Gäste bei uns nicht beruhigen, dass jetzt noch ein Statement kommt. Sie kommt direkt durch die Tür mit einem ganz tollen Applaus von euch. Olli, macht euch das vor. Sie ist Dorffan, hier ist Maria. Herzlich willkommen. Was sagst du denn zu den Städtern, die so auf die Dörfler schimpfen? Also ich finde, das sind die totalen Vorurteile und man merkt halt, die haben eigentlich keine Ahnung, wie es auf dem Dorf zugeht. Und also, wie gesagt, ich musste wieder abhauen, weil ich keinen Bock hatte. Ja, sicher, aber das ist der total oberflächliche Eindruck. Und beurteilen kannst du es nur, wenn du dort lebst. Und eben. Und also, wie gesagt, zu dem Tratsch, der so auf dem Dorf herrscht, das stimmt schon, aber in der Stadt gibt es das genauso. Und also, ich habe halt jetzt auf dem Dorf gewohnt und bin von
Monaten in die Stadt gezogen und da wird genauso gelästert, nur halt anonymer. Und du kriegst es halt nicht so mit. Also da wird genauso abgelästert und so hinter dem Rücken halt. Du kriegst es nicht so mit, aber es wird echt genauso geschimpft. Aber ist es nicht so, dass man im Dorf, das hört man ja oft, dass man da wirklich teilweise ausgegrenzt wird, wenn man vielleicht irgendwas trägt, was dann doch nicht das ganze Dorf trägt? Und in der Stadt, da fällt man vielleicht nicht so auf, weil es mehrere gibt, die das vielleicht tragen, wenn man das jetzt mal am Outfit festmacht? Also ich würde sagen, sicher sind mehr Individualisten in der Stadt, weil die halt, wie gesagt, mehr dahin ziehen. Aber also wenn ich jetzt irgendwas Schräges anhabe oder so, ist eher so, dass man dann halt, was weiß ich, ja, eigentlich schon in gilt. Also es ist nicht so, dass als man was? Dann, als in? Ja, genau. Also das heißt, wenn du jetzt mit so Hotpants und so ganz oben relativ frei, wird man dann nicht gleich als Straßenschwalbe bezeichnet oder so? Nee, eigentlich nicht. Ah, das heißt Bordsteinschwalbe, also ich habe eigentlich keine Probleme damit gehabt. Ist ja also wurscht. Sicher, irgendwelche alten Leute oder was schauen dann schon ein bisschen blöd, aber das ist eben in der Stadt genauso. Du lebst also auf dem Land? Ja, habe ich jetzt und bin jetzt eben in die Stadt gezogen. Das ist in der Stadt nicht so, weil in der Stadt halt jede Menge von diesen Leuten, von diesen schrillen Leuten... Du kannst mir nicht sagen, wenn dir eine 70-jährige Oma begegnet, dass sie dann sagt, hey, toll, was du anhast. Wie meinst du jetzt in der Stadt offen? In der Stadt. Oma ist eine Diskussion. Ja, okay, ich meine, aber das ist ja was völlig anderes. Ich meine auch in der, bei den Jugendlichen im Dorf beispielsweise, also eine Bekannte von mir, der ist das passiert, die ist halt etwas anders, ja, auch kleidet sich auch etwas anders und die wird im Dorf gemieden, die kann nicht irgendwie Brötchen holen gehen, beispielsweise beim Dorfbäcker, ohne dass hinter ihr getuschelt wird. Also du kannst mir glauben, ich habe auch öfters was anderes an. Was denn, was denn? Dann hast du ein tolerantes Dorf. Was ziehst du denn so an so? Ja, ein bisschen freizügiger. Was heißt freizügig? Ja, nicht so wie jetzt halt. Das ist also nicht freizügig, ja? Nein, absolut nicht. Also schon so, dass man was sieht, ja? Ja, sicher. Also ich meine halt, sicher Hotpants. Ich frage ja nur mal, wie du so auf dem Dorf High Heels und so, ganz normal halt. Was man halt seiner Meinung nach nur in der Stadt tragen kann. Hm. Also habe ich nie Probleme damit. Teilen denn deine ganzen Freunde deine Meinung? Also die meisten finden es toll und ich habe echt nie Probleme irgendwie mit gehabt, dass ich irgendwie blöd angeguckt werde oder so. Aber gibt es denn einige, die das nicht verstehen, dass du so ein Dorffan bist? Ja, sicher, also vor allem halt die alten Leute, die denken dann schon, hey, wie kommt die daher? Aber das ist in der Stadt genauso. Also seit ich jetzt umgezogen bin, das sind genauso Leute, die irgendwie sagen, so geht's nicht oder was, die halt die konservative Meinung vertreten. Aber du hast eine Freundin, die Berit, was sagt die denn? Ja, also die ist ziemlich überheblich hinsichtlich dem Land und so und die denkt halt, die versauert da total und das Leben zieht dann hier vorbei und so. Und also ich finde halt, wenn man sich bemüht und wenn man schaut, dass man was auf die Beine stellt und so, dann ist am Land ebenso Highlife. Wollen wir Berit mal kennenlernen, ne? Was sie für eine Meinung hat. Und Berit, achtet auf Olli, wird uns jetzt noch was sagen. Hier ist Berit. Ich will so schnell wie möglich aus dem Land raus. Hallo. Hi. Aus dem Dorf oder aus dem aus Land? Aus dem Dorf. Ja, ich habe schon gedacht. Raus aus dem Land. Ja. Ab zum Mars. Ja. So, jetzt kommen wir zu dir. Wie ist das mit dir? Meinst du, stimmt das, was ich sage? Ist sie da so ein bisschen spießig oder doch nicht? Oder ist sie so eine typische Dörflerin? Jetzt, ja, ich möchte das jetzt nicht so verallgemeinern, aber ich denke schon, dass auf dem Land ist es etwas spießiger im Dorf als in der Stadt. Hast also wie gesagt, ich wohne jetzt im Dorf. Und? Es hat, ich schätze mal 500 Einwohner, weiß nicht genau, und es ist halt, ich bin ziemlich unglücklich dort. Aber warum bist du unglücklich? Ich finde, es ist mir zu langweilig, also es ist nichts los. Liegt es dann nicht ein bisschen an dir auch, oder? Nein, ich bemühe mich schon, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen rauskomme am Wochenende, aber trotzdem ist es einfach... Ja, was kann man denn da nicht machen, was man in der Stadt kann? Wie gesagt, am Land, im Dorf, ich meine, wenn du im 500-Einwohner-Dorf wohnst und vor allem für die Jugendlichen, was weiß ich, die keinen Führerschein haben, wie soll man da wegkommen? Dann ist man auf andere angewiesen, auf seine Eltern notfalls. Da hörte gerade Mofa zum Beispiel. Nein, aber das heißt, man ist dann schon, wenn man nicht... Man ist einfach abhängiger von seinen Eltern. Weil man eben auf dem Land wohnt, aber trotzdem kann man ja Dinge auch unternehmen. Ich meine, dann kann man ja andere Dinge tun, oder? Zum Beispiel? Hm? Was zum Beispiel? Was kann man auf dem Land so Tolles machen? Reiten. Ja, ist auch schön. Ja. Ja, ich finde Reiten wirklich schön. Ja, ich finde es auch schön. Tu's ja auch. Ja. Ja, reit mal mit dem Pferd durch die Stadt. Denkt mal gleich, das ist ein Polizist. Ja.
Berit? Berit? Ja? Also kann ich total vertreten, weil ich komme vom Dorf, wo 8 Häuser stehen und wir sind 16 Einwohner. Gibt's sowas? Ja, es gibt sowas. Und da ist echt nichts los, wenn man jetzt also nicht mal 16 ist. Man kommt. 16 Einwohner? Man kommt nicht weg. Nein, 16 Einwohner. Man kommt nicht weg und nichts. Also man ist wirklich auf die Eltern angewiesen. Da fährt bloß ein Schulbus und dann muss man mit dem Schulbus mitfahren. Der arme Briefträger. Zum Beispiel, der kommt sogar mit dem Auto. Ah. Halt mal, ich muss meine Nase putzen, bitte. Natürlich. Ja, red ruhig da rein. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, aber ist das denn so langweilig bei euch? Gut, bei Benzei. Ja, natürlich, mit 16 Einwohnern, was soll man da großartig machen? Es gibt noch ein Mädel, das ist 2 Jahre jünger wie ich und es geht eigentlich anders. Wolfgang, also, was sagst du dazu? Ich meine, 16 Einwohner, das ist ja schon. Immerhin können sie da eine komplette Fußballmannschaft mit Kader stellen. Ja, also. Ich werde sie ja gerne einladen, sie kann ja gerne mal kommen und dann mal sehen, wie wir rauf sind. Also, wie viele Einwohner habt ihr denn? Ja, so auf dem Kopf kann ich dir das auch nicht so schnell sagen. Ich möchte mal die Frauen fragen, könnt ihr euch denn vorstellen, dass ihr euch in einen Dörfler verliebt? Wenn er, mitgeht, dann schon, aber nicht, wenn ich dann im Dorf bleiben muss dafür. Auf jeden Fall nicht. Ich möchte nicht im Dorf bleiben. Ist das so schrecklich da? Aber kommen wir mal zum Thema. Sind das denn alles Dorftrottels, die da wohnen? Nein, natürlich sind es nicht alle Dorftrottel, das kann man nicht so verallgemeinern. Aber ein paar schon. Ja, natürlich, es gibt überall Trottel, ob in der Stadt oder im Dorf. Das ist kein Thema. Brian. Klar, ich habe auch schon Leute in der Stadt kennengelernt, wo ich mir besser gedacht habe, die sollten vielleicht irgendwo anders wohnen. Aber auf dem Dorf überwiegt das eben. Also bei mir im Fall auf jeden Fall. Da habe ich mir gedacht. Ich würde das so sagen, dass man die Dorftrottel halt im Dorf eher mitkriegt als wie in der Stadt. Da siehst du vielleicht einen Stadttrottel und den begegnest du nie wieder. Das juckt mich nicht. Aber im Dorf, da trifft man die dann schon öfter. Ja, in dem Dorf, wo ich dann wohne, ich sehe Tag für Tag dieselben Gesichter, muss diese Trottel dann immer wieder sehen, wenn da welche sind natürlich. Also fragen wir doch nochmal nach der Meinung von jemandem. Sie ist direkt von der Stadt aufs Land gezogen kürzlich und sie kann dazu natürlich einiges sagen und Erfahrungen auch uns mitteilen. Herzlich willkommen, hier ist Edina. Also du kannst sicherlich einiges sagen, vor allen Dingen auch zu den Meinungen einzelner Städter und Dörfler. Und du hast ja auch Eigenerfahrungen mitgebracht, du wohnst jetzt auf dem Land, ja? Ja. Darüber unterhalten wir uns gleich, wir machen jetzt ein bisschen. Bis gleich. Am Dorf kann man, finde ich, schlecht baggern. Nein, das stimmt ja gar nicht. Also ich denke, man kann ja außerhalb auch Leute kennenlernen. Ja, natürlich, da musst du beispielsweise 200 Kilometer fahren, bis du irgendwann mal andere Leute siehst. Nein, das stimmt ja gar nicht. Also ich bin gepierst, ich bin tätowiert und überhaupt, ich stehe dazu. Die Leute akzeptieren dich da auch so. Absolut. Wenn du im Anders bist, nicht in dieses Dorfschema reinpasst, dann wirst du gemieden, dann wird er da deinem Rücken getuschelt. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt, man kann sich auch echt das stimmt ich ja gar nicht. Der Brian und er, die haben echt eindeutig zu viel Teletubbies gespielt. Thema ist heute Dorftrottel, mach dich vom Acker. Edina ist von der Stadt weggezogen, direkt ins Dorf. Und wie war es bei dir? Gut? Ja, super. Also ich bin hell begeistert von dem Dorf. Ich bin ja von der Großstadt in dem Dorf gezogen. Das heißt, von wo nach wo? Von Mannheim nach Feingenenz. Also, Mannheim kennt man, das andere. Ein kleiner Teil von Feingenenz ist Klein Gladbach, ist ja noch kleiner. Es ist genial, aber erstmal möchte ich zu ihm was sagen. Zu dir. Ich finde erstmal Anonymität in der Stadt braucht man nur dann, wenn jemand irgendetwas zu verbergen hat. Wenn man nichts zu verbergen hat, kann man ruhig auf dem Dorf leben. Meine Güte, kann jeder von dir alles wissen. Was ist daran schlimm? Und zu dir möchte ich auch was sagen. Und zwar, du hast gesagt, wegen dieser cool sein und tralala, für diese ganze Geschichten. Es ist eine Altersfrage in erster Linie. Wenn man 19 ist, findet man genauso an der Dorf cool, wie auch in der Stadt findet man cool, wenn man mit dem Auto rumfährt und Kickmaus, weil Disco und Heavy und
Aber mit dem Grunde genommen... Ja, gesagt, das ist wieder diese Frage von der Anonymität. Ich würde nicht sagen, dass die Anonymität in der Stadt besser ist, weil wenn du irgendwas zu verbergen hast, das ist total der Quatsch. Es geht ja nur darum, wenn du wirklich anderartig bist. Ja, du hast eine andere Haarfarbe oder du hast vielleicht nur, was weiß ich, irgendwas, was nicht in dieses Schema reinpasst. Ja, dieses kleinkarierte Spießbürgerliche, ja. Auch gerade im Schwabenländle so. Oh, aber ja? Hallo. Ich kann dir ein Märchen erzählen, weil das stimmt ja nicht. Also ich bin gepierst, ich bin tätowiert und überhaupt, ich stehe dazu. Die Leute akzeptieren dich da auch so. Absolut. Ich wohne jetzt seit 3 Monaten dort, ich bin komplett integriert. Das ist nicht überall. Also ich meine, es gibt in jedem einzelnen Land oder jedem einzelnen Bundesland existieren solche und solche. Und das muss man halt eben auch in Betracht ziehen. Es gibt ja Leute, die sich eben nicht integrieren können, weil die auch unbedingt aus dem Reihe fallen müssen oder was auch immer. Dann ist es mal wohl normal, dass sie auch nicht aufgenommen werden. Und das ist ein Unterschied. Ja, dann hast du eben das Glück, dass du ein tolerantes Dorf erwischt hast. Nur die Erfahrung, die ich eben gemacht habe, so, wenn du eben anders bist, nicht in dieses Dorfschema reinpasst, dann wirst du gemieden, dann wird dir deinem Rücken getuschelt und teilweise. Ja, aber da ist dann schon wieder die Frage, gehst du auf dem Dorf und dann hängst du das raus, nicht mehr in der Stadt. Was machst du so auf dem Dorf, was tust du? Was ich tue? Also eigentlich alle möglichen Dinge. Ich verachte jetzt viel mehr auf der Natur. Ich habe sogar angefangen zu stricken, was ich schon seit 10 Jahren nicht mehr gemacht habe auf dem Dorf. Das ist kein Witz. Weil du nichts anderes zu tun hast, oder wie? Aber ich höre trotzdem Techno-Musik. Wo gehst du arbeiten? Nach Mannheim. Das heißt, du fährst immer, das glaube ich, 200 Tag Kilometer? 200 Kilometer hin und zurück. Warum tust du dir das an? Aber das ist doch Wahnsinn, oder? Nein, ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Also 200 Kilometer? Ja, man muss irgendwo auch die Realität verstehen. Ich meine, ich reise von dem Dorf in der Stadt und das merke ich jedes Mal, wenn ich aus dem Zug steige, dann kommen die Leute wumm an mir vorbei und dann bin ich schon wieder total nervös. Aber gehe ich nach Hause, steige ich aus dem Zug raus und betrachte ich noch die Sterne, wie schön alles und dann gehe ich ruhig nach Hause und ich bin ruhig. Ich bin innerlich ruhig. Und das kann man in der Stadt nicht sein? Nein, das kann man nicht. Also das hat schon in meine alte Wohnung... Wie ist das, wenn man Single ist? Ist es da besser, in der Stadt zu sein oder auf dem Dorf? Von dir wurde ja, das ist natürlich Einstellungssache mit Single. Also ich bin ja selber ein Single und das, ich denke mal halt, man kann das halt nicht realisieren. Bei 16 Einwohnern, das ist ja eine riesen Auswahl. Ja gut, klar, logisch. Ich meine, da ist das schon Familie mit Familie zusammen. Aber bist du denn gerne Single oder möchtest du nicht irgendwie mal jemanden kennenlernen? Und jemanden kennenlernen, ja, ich sehe das so, also Stuttgart ist erstmal nicht weit weg von mir. Wenn ich mal unbedingt jemanden kennenlernen will, dann gehe ich nach Stuttgart und gehe ich fort. Oder also du hast ein gutes Verhältnis zu den Schwaben? Absolut. Ja, dann stelle ich dir jetzt jemanden vor, ich weiß nicht, was er für ein Verhältnis zu den Schwaben hat, ich glaube, es ist nicht so gut, er selbst kommt nämlich auch aus der Ecke, hier ist Thomas, herzlich willkommen. Ja, hallo, also Schwaben finde ich widerlich. Warum? Ja, ich wohne selber ja schon seit gut 3 Jahren im schönen Schwäbeländle. Ne? Und also ich habe selten sowas Intolerantes, Arrogantes und Hochnäsiges kennengelernt wie die Schwaben. Nicht alle. Wie gesagt, es gibt unter den Dorfleuten, unter den Stadtleuten gibt es Idioten. Ne? Wir kochen alle mit Wasser. Ne? Aber was ich da erlebt habe, das war schon echt herb. Zum Beispiel? Ne? Also ich komme aus dem ehemaligen Osten, bin so kurz vor der Wende rüber. Ne? Und da habe ich auch in einem Dorf im Süden gelebt, Richtung Saarland. Ich habe dort billig ein Haus zur Verfügung gestellt gekriegt für 200 Mark Miete. Gut, ich muss dazu sagen, das war eine alte Lehmbude. Also ich habe da selber was draus gemacht. Und wo die Wende war, hat mich dann ein Kumpel besucht, weil der keine Arbeit drüben hatte. Und da hat er eben bei mir da auf dem Dorf gearbeitet, in der Brauerei, damit er seiner Familie Geld zuschicken konnte. Er hat also noch 2 Kinder und eine Frau im Osten drüben. Und dadurch, weil er eben mit mir zusammen ein Haus gewohnt hat, hieß es denn, wir beide wären stockschwul. Das ging also so weit nachher, dass man sogar das Auto kaputtgeschlagen hat bei uns vorm Haus. Wie ist das so mit der Homosexualität auf dem Dorf? Wird das da richtig gut akzeptiert oder gibt es da auch schon irgendwie Sachen? Nein, absolut nicht. Auf keinen Fall, glaube ich nicht. Ich meine, ich bin nicht schwul, ich habe am Freitag geheiratet, glücklich verheiratet. Was nichts, das hat nichts zu heißen. Also. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade was so Homosexualität und Drogen und so, das gibt es da genauso. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich habe mich auch kürzlich mit einer unterhalten, die hat auch lange auf dem Dorf gelebt. Die kifft auch hin und wieder mal und spritzt auch mal. Ne? Und die sagt nur, hey, das wird eben da mehr versteckt oder so. Eben durch das Dorf geredet, das ist eben nicht so öffentlich. Aber ich finde das ja gar nicht so verkehrt im Grunde genommen. Ich meine, dass jetzt zum Beispiel die Schwabe vor sowas irgendwie Achtung habe. Ja, wenn sie davor Achtung habe. Ich finde es nicht verkehrt. Meine Güte, ich meine, die Kinder müssen ja irgendwo aufwachsen. Ja, gut, das ist genau das Problem. Man geht in der Stadt
Und Kinder werden ruckzuck in 0,x und 80%ig die Kinder landen irgendwo in schlechte Kreise. Also, ist es nicht, ist es nicht verkehrt, dass man auf das Feld davon... Es stimmt schon, ich habe lange genug bei... Ich habe selber lange genug beim Sicherheitsdienst gearbeitet in Stuttgart. Also, es stimmt schon, du hast schon recht, aber ich meine, aber es ist, die Leute gerade auf dem Dorf, die sind wirklich sehr spießig. Die Menschen, die auf dem Dorf wohnen, sind das Dorftrottel? Nein, das behaupte ich nicht. Es gibt solche und solche. Ja, wie zum Beispiel, also gut, Brian ist mir zwar auf der einen Art sympathisch, aber auf der anderen Seite, er hat schon recht, da ist viel mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Das gibt, ich habe da auch Freunde kennengelernt, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ich habe mich da absolut nicht wohl gefühlt. Weil es gibt wirklich Leute, die stehen früh mit den Hühnern auf und gehen auf Deutsch gesagt mit den Schweinen ins Bett. Es ist so, es ist wirklich so. Die arbeiten ja doch, das sind harte Arbeit und was machst du in der Land? In der Stadt, die arbeiten nicht, oder wie? Dann gehst du in der Disco morgens, ein ganzes Wochenende ist fort. Na gut, dazu habe ich keine Zeit gehabt, ich arbeite 16 Stunden am Tag, ich habe keine Zeit zur Disco zu gehen. In einer ehemaligen DDR, hast du da einer im Dorf oder in der Stadt gewohnt? In der Stadt. Großstadt, Rand Berlin. Ah ja, okay. Gut. Aber ich möchte mal auf das Single-Leben zurückkommen. Ist es denn jetzt nicht einfach an einer Stadt, wo einfach, oder im Dorf ist es da nicht schwierig, Leute kennenzulernen, die Leute tratschen, da hat man jemand angesprochen. Die Leute kriegen das ja schneller mit als in einer Stadt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe damit absolut keine Probleme im Grunde genommen, weil ich denke mal halt, ich meine, ich bin ja auch online, sehr viel online sogar, und ich lerne ja unheimlich viele Leute kennen. Ja, wie ist das bei dir? Genauso wie bei ihr auch. Bist du Single? Ich bin Single, ja. Und wieso hast du keine Frau? Ja, das kam so, weil ich strenge Erziehung gehabt habe. Ich habe Eltern zu Tode gepflegt und... das ist kein Grund mehr. Das darf man nicht falsch verstehen, du hast sie... Ich habe Eltern... So lange gepflegt, bis sie gestorben sind. Wenn du sagst, ich habe meine Eltern zu Tode gepflegt, nein. Also... Muss ich mich entschuldigen, das mag ein bisschen blöd ausgehackt sein, aber ich habe Eltern gepflegt, so gesagt. Und die leben nicht mehr. Ja. Und nach dem Tod, also habe ich mein Leben wieder richtig aufgenommen. Das heißt, du konntest während der Zeit, als du dich um die Eltern gekümmert hast, konntest du dich nicht so um die Frauen kümmern? Nein, konnte ich nicht, weil erstmal Vater war schwer krebslein. Mutter hatte dreimal Schlaganfall gehabt, war eine Seite etwas gelähmt. Und Vater war auch bettlägerig, 10 lange Jahre. Und ich musste ihn immer ab. Das heißt, ist es jetzt schwierig für dich, eine Frau kennenzulernen oder nicht? Ja, es ist sehr schwierig. Das heißt, meinst du, in der Stadt wäre es gerne? Ja, dann komm doch in die Stadt, da hat sie jede Menge davon. Ich gehe auch gerne. Moment, aber. Was warst du? Als Single hat man einfach nur Die sage ich euch hier, mein nächster Gast, der Sascha, der sagt, nämlich was ganz anderes, hört mal genau zu. Tja, auf dem Dorf wohnen die schönsten Frauen. Andreas. Ey. Andreas. Der Brian. Und ja, die haben doch echt eindeutig zu viel Teletubbies gespielt. Echt? Und du Angst, nee, tut mir leid. Das tut mir leid, mit der Einstellung. Du kannst doch nicht die Leute so runtermachen. Guck mal, ich wohne auf dem Dorf, das ist genial. Findest du? Ja, total. Wie viel Einwohner hat denn dein Dorf? Ja, weniger als 250. Ach ja, und da laufen also jede Menge schöne Mädchen rum, dass man sich das ständig irgendwie bedienen kann. Ich muss sagen. Also, das ist ja vor allem nicht so, wenn ich jetzt in einem Dorf wohne mit 200 Einwohnern oder was, dass das alles ist, was geboten ist. Das ist ja nicht irgendwie in einem Käfig oder so. Also ich denke, man kann ja außerhalb auch Leute kennenlernen. Ja, natürlich, du musst jetzt beispielsweise 200 Kilometer fahren, bis du irgendwann mal andere Leute siehst. Ja, ja gut, aber du kannst auch mit der Stadt vergleichen mit dem Dorf. Das geht ja doch. In der Stadt fehlt es nur nicht, dass es hässlich ist. Ich meine, mit Sicherheit fehlen da zwischen 250 Leute mehr auf, dass da hässliche Weiber dazwischen sind, wie bei 7000 oder was weiß ich. Also, oder aber auf dem Land ist doch wirklich jeder wieder andere. Ich meine, du gehst durchs Dorf, da ist jeder wieder andere. Du musst jetzt nochmal zu Sascha kommen. Warum sind die Landfrauen so hübsch? Also in meinen Augen, in meinen Augen wirklich die Natürlichkeit. Also wirklich. Charme, jeder hat einen anderen Geschmack, aber in meinen Augen die Natürlichkeit. Also ja, sind die in der Stadt nicht natürlich? Also ich kenne viele, die, ich habe selbst aufgelegt in einigen Clubs und Diskotheken. In meinen Augen sind das hochnäsige Mädels. Ich will es nicht alle verurteilen, um Gottes Willen. Also ich denke mal, sind hier einige Mädels aus der Stadt, die gut aussehen, die aber vernünftig vom Wesen sind. Aber ich sag mal, in meinen Augen sind die wirklich die Mädels aus dem Dorf echt okay, süß.
Na, da beweise ich dir das Gegenteil. Da sage ich dir, dass viele Frauen auf dem Dorf auch hochnäsig sind. Dann sage ich dir, du kennst die falschen Mädels. Vielleicht auch vor Scham. Wenn du falschen Leuten gegenüber trittst, direkt so eine Einstellung im Kopf. Warum bist du eigentlich so aggressiv? Bleib doch mal cool, Mensch. Jeden machst du hier runter. Was soll das eigentlich? Du bist angekommen mit dem Statement. Ich rede über die Schwaben, nicht über die Dörfer. Rede über die Hamburger. Sascha, was schätzt du denn grundsätzlich am Dorfleben? Aus meiner Sicht wieder die Ruhe einfach. Wenn ich also vom Dienst komme, ich arbeite auch in der Großstadt, also die Ruhe. Wenn ich nach Hause komme, dann bin ich, dann kann ich wirklich abschalten, hundertprozentig. Nicht irgendwie den Lärm vom Nachbarn mitkriegen, irgendwelche Prolls, die mit ihren GTIs da rumfahren. Ist fein. Das kannst du in der Stadt aber genauso abschalten. Nur in der Stadt brauchst du nicht so weit, wenn du beispielsweise irgendwas unternehmen willst. Moment, die Prolls, fahren die immer in der Stadt? Aber so die, aber tatsächlich sieht man, gerade diese Autos sieht man doch auch auf dem Dorf. Also, ja. Gerade wenn es am Wochenende Tanz auf dem Dorf ist, ja, wenn die dann mit ihren Autos da rumrasen, die kaputten. Wenn sie alle mit dem Drogen im Kopf durch die Gegend rasen, oder? Und in der Stadt ist es ja noch schlimmer. Hör doch mal auf mit den Drogen. Aber was willst du denn machen? Gibt es auf dem Land keine Drogen? Doch, mit Sicherheit. Ich meine, die Zeit seit Jahren, das dürfen sie dort nicht stehen. Aber die Leute haben noch wesentlich mehr Respekt davor, wie einfach in der Stadt. In der Stadt verliert man alles Grübel davor, fertig. In der Dorf haben sie ja noch mehr oder weniger Respekt davor. Die wollen es halt eben nicht unbedingt haben, weil halt eben diese Gelaber dann gleich da ist. Und davor hat jeder Respekt. In der Stadt geht das verloren. Das ist nicht mehr da. Die Harmonie ist einfach da. Was willst du denn später mal machen, wenn du Kinder hast, ja? Und du ziehst sie im Dorf groß. Ich meine, klar, Dorf für Kinder, super geil. Die können überall spielen, reiten gehen und so. Aber zwangsweise kommt jeder mal in die Stadt. Ja? Und ich sag mal so, in der Stadt gibt es ein paar andere Regeln wie auf dem Dorf, wo alles schön und alles lieb ist, ey. Dann weiß ich nicht, ey. Wenn meine Kinder auf dem Dorf aufwachsen, muss sie dann auf jeden Fall ein Gehörig die lernen wenigstens mal zum Leben, die lernen zum Arbeiten und die lernen auch in der Schule zu gehen. Ja. Nicht nur so, dass der Mann kommt und sagt, ey, was ist los, gib mir deine Patte, ich zieh dich ab. Was macht er dann? Sagt er, alles klar, hier, nimm. Multikulti. Dann kann er sich doch gar nicht wehren. Ich finde, Mensch ist Mensch, oder? Du kannst ja nicht alle unter einem Teppich kehren. Ja, genau. Weil ich, das ist ja Schmarrn, schau dich mal selber erst an und dann kannst du weiterreden. Genauso wie er mit dem blauen Helm. Wie meintest du jetzt? Von wegen arrogant, blaues Hemd, Glitzer, was weiß ich wie und... Also, ja, das ist aber jedem seine Sache, wie rumläuft. Genau, was soll denn das? Oder? Ja, ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens, das war, ja. Sascha, hast du recht. Also du würdest auf keinen Fall gerne in der Stadt wohnen. Nee, ich habe 3 Monate gewohnt, um Gottes Willen. Und dann war das Problem, Was sagen deine Freunde zu deiner Einstellung? Teils. Weil es klar ist, es ist eine riesen Anfahrtsstrecke. Aber wiederum, wenn wir sonntags morgens so riesen Frühstück auf dem Gestüt machen, das wird meist von meiner Vermieterin hier engagiert. Dann kommt hier noch Vermieter. Ja, aber was sagt denn jetzt dein Freund? Teilt er deine... du meinst den Zarten? Ach, der kriegt jedes Mal so einen Kamm. Jedes Mal die weite Strecke und so. Wie nennst du den? Der Zarte hier. Scheiße, Törtchen. Na, wenn man eigentlich einen nicht sieht, dann heißt er Horst. Horst. Man merkt, es gucken nicht allzu viele Harald Schmidt hier, sonst wäre das vielleicht eher angekommen, aber nein. Nee, aber wirklich seine Einstellung meinst du, also wirklich, dann dir diesmal diese Diskussion, ja, komm du da runter, die Fahrerei, und dann, er plant ja meist am Wochenende, weil bei uns ist wirklich tote Hose. Eben. Ja. Bei uns ist tote Hose, und, aber dafür habe ich meine Ruhe, guck mal, ich kann wirklich machen und tun, was also ich will. Also muss schon rausfahren, um was zu erleben. Klar. Also haben da schon die einigen recht, dass auf dem Dorf nichts los ist. Auf jeden Fall, sicher. Also da geht man bei uns überhaupt nicht so, also natürlich. Weil eben auf dem Dorf weniger Diskotheken sind und so, bemühen sich Jugendliche viel mehr irgendwelche Partys auf die Beine zu stellen und so. Und das ist echt mehr Engagement. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich immer mehr in der Stadt. Kaum noch einer macht Partys. Ich muss auch sagen, das ist wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Dorf am Wochenende Also ich krieg nie eine Einladung. Wenn ich das Wochenende mal... Es war! Da sagen sie alle, wir saßen letztens zusammen und haben gesagt, wer macht denn heute noch in meinem Alter noch Partys? Das gibt's immer. Ja, die letzten Partys, die ich erlebt habe, war ich 15. Es ist so. Es macht kaum noch einer Partys. Kein Witz. Ja, keiner gibt seine Wohnung mehr. Aber das nur mal, ich möchte mal nochmal zu deinem Freund kommen, den Zarten. Er ist natürlich auch da. Er ist Markus. Herzlich willkommen. Was Sascha redet, ist alles Müll. Die ganzen Dorfweiber sind der Bauerntrampel. Hallo, hallo. Wieso sind die Frauen Dorftrampelchen? Ja, die meisten auf jeden Fall. Warum? Spießig eingerichtet. Wie? Spießig eingerichtet, die meisten. Wie richten die sich ein? Spießig. Ja, wie? Also am Dorf kann man, finde ich, schlecht baggern. Wie sind die eingerichtet? Ja, am Dorf kann man schlecht baggern. Na,
Okay, erstmal zu dem Ei. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass man am Dorf seine Frau findet. Nee? Nee, das sieht man auch am Wolfgang. Er ist Single. Muss ich anstellen, Mann. Ja. Wieso kann man da nicht seine Frau finden? Weiß ich nicht. Ich habe am Dorf schlechte Erfahrungen gemacht. Welche? Mal Klickenverhalten. Also ich als Städtler werde auf dem Dorf. Ist dein Bagger da kaputt gegangen oder was passiert? Na, ich muss mal, du sagst, da kann man schlecht baggern. Also warum denn? Ja, weil man da auf dem Dorf nicht so empfangen wird als Städtler, Außenseiter. Wenn ich das nicht kennen würde, wäre ich nie auf dem Dorf irgendeinen kennengelernt. Das heißt, man hatte schwer als Städter im Dorf? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt doch gar nicht. Ich denke mal, man muss irgendetwas dazu machen. Wer ist arrogant? Doch, das stimmt. Auf jeden Fall. Das ist auch, man kann sie auch anbiedern. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt, man kann sie auch echt anbiedern. Das stimmt ja gar nicht. Wer bei uns kommt, der wird herzlich eingeladen und wird auch reingelassen. Und wir tun alles. Nein, das stimmt, komm doch her. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt dieses Sichtwort. Ja. Wie tut du mir Storys zu mir? Vielleicht könnt ihr sie mal kurz mal zeigen im Bild, damit die Leute wissen, mit wem redet er denn da eigentlich. Aber das müsste vielleicht eine Kamera von ihr oben machen. Perfekt. Alles klar. So, das wolltest du sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt auf ein Dorf zuzieht, das ist ganz klar, dass er da ein bisschen erstmal begutachtet wird. Und dass die Leute sich denjenigen halt auch mal ein bisschen mehr unter die Augen nehmen, um zu sehen, wer ist das überhaupt. So zum An. So sieht's aus. Genau. So. Nein, das hat nichts damit zu tun, ob du da reinpasst. Das kommt darauf an, wie du dich da gibst. Na? Weil wenn du schon auf eine sehr arrogante Art und Weise da ankannst und von vornherein schon mit dem negativen Bild da ankommst, jo, die Dörfler sind alle Dorftrottel oder die haben gar keinen Plan oder die haben gar keinen Fun oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich auf dem Dorf auch viel wohler als in der Stadt. Es gibt genug Veranstaltungen. Na, das ist nicht nur in einem Dorf, sondern in den angrenzenden Dörfern auch. Und da ist mehr Stimmung, als wenn ich jetzt in die Stadt fahre, in irgendeine Großraumdiskothek, weil da sehe ich die Leute vielleicht jedes Wochenende oder so. Aber wenn ich jetzt auf einen, so eine Veranstaltung fahre, ne, sie Schützenfest oder irgendwie sowas, da ist eine Stimmung, das kommt auch auf die Leute drauf an. Aber sie auch viel saufen da, oder? Nee, mit dem Saufen, das kann ich auch in der Großraumdiskothek. Ne? Ja, auch, da wird auch gesoffen. Das hat damit nichts zu tun. Das kommt immer darauf an, jeder so wie er sich gibt, wird er auch aufgenommen von den Leuten. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie aufs Dorf fahre, warum darf ich nicht anders sein? Also wenn du mich mal anguckst, dann möchtest du schon mal von oben bist, dass du total arrogant und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht wärst. Ist das nicht auf jeder Party immer dieselben Gesichter zu sehen? Das ist das. Ich meine, du siehst wirklich deine Nachbarn, deine Freunde sind immer dieselben. Und ich muss auch sagen, was der junge Mann da gerade gesagt hat, ich habe versucht, mich nur, also ganz normal, leger, so wie ich es gewohnt bin, dahin gezogen, kein was getan, aber es gab immer irgendein dummes Gespräch. Das kann nicht sein. Ich denke mal, die Leute krabbeln nicht irgendwie bei irgendjemandem. Ich kam vom Einkaufen, da stand da so eine Dorftrute da. Also ich bin der Meinung, dass, also ich bin so, nicht vielleicht was hast du da in der Tasche? So Mittelding, aber ich finde, dass die Dorfleute sind sowas von zickig, die bei uns wohnen, die meisten. Ja, eben. Und das finde ich echt extrem. Und die Dorfpartys. Nein, sehen Sie nicht. Und ist kein Dorf. Jetzt hör ich noch dazu. Naja, und auf jeden Fall, die Partys, also das sind so eine Besäufnis, das sind keine Partys mehr für mich. Ey. Die liegen da einfach besoffen unter dem Tisch, ey, verziehen sich in die Ecke und machen da sonst was dahin. Geh mal nach Darmstadt in der. Guck das mal an, was für eine 16-jährige Kinder rennen mit Pille im Gesicht rum und ja, haben schön, solche Pupille. Da findest du das okay? Und sowas gibt es im Dorf auch. Also aber ja, aber noch lange nicht so extrem. Also ich kenne einige bei uns auf dem Dorf, die sind so von Drogen durchsucht, die kenne ich, so kenne ich niemanden aus der Stadt. Ja, aber das ist noch lange nicht so, die haben ja mehr Respekt davor und das finde ich in Ordnung. Weil die einfach, die werden nicht so extrem konfrontiert damit. Ich glaube, sicherlich ist die Anzahl vielleicht in der Stadt etwas größer, weil das Angebot da auch größer ist, aber ich denke, das gibt es genauso auch auf dem Dorf. Soweit nehmen sie auch nicht hinterm Berg. Ist man im Dorf das erste Mal, wenn die allzu viele Leute wohnen, da sieht man gleich alles. Das ist ganz logisch, normal. Naja, ich sehe das. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade jetzt da im Schwabenland, wie gesagt, ich bin jetzt das dritte Jahr da. Da, also die Älteren vor allen Dingen, das ist so richtig spießiges Volk abartig. Und geizig. Na, dazu kann ich dir jetzt eine Geschichte erzählen. Jetzt mal, Moment mal, zu dem Thema geizig. Nee, also, ich möchte dir eine Geschichte dazu erzählen. Ich sage immer, wenn die sich einbuddeln lassen, die lassen sich nur bis zur Hälfte einbuddeln, damit sie die Haarpflege noch schön selber machen können. Ach was, also dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen. Ich habe mich dem letzten geschnitten, ich bin operiert worden. Ich bin mit dem Bus in das Krankenhaus gefahren und habe ich gesehen, dass ein älterer Mann eingestiegen ist in den Bus. Natürlich bin ich
ich aufgestanden habe, bin ich auf der anderen Seite halt übergestiegen. Und dieser alte Mann ist an mir vorbeigekommen, hat mich angelächelt und hat zu mir gemeint, ja, Sie hätten es gar nicht machen brauchen. Und habe gesagt, ja, jetzt stehe ich, jetzt sitze ich schon auf der anderen Seite. Dann hat mir ein Duplo in der Hand gedrückt. Hat gesagt, es ist so toll, war, dass ich aufgestanden bin. Ein paar Tage später habe ich diesen Mann wieder gesehen, weil die ja so geizig sind natürlich, habe ich den wieder gesehen, habe ich zu ihm gesagt, also, Sie waren für mich die größte, schönste Begrüßung überhaupt, was ich erlebt habe, wo ich auf das Dorf gekommen bin. Und dann hat er gemeint, habe ich zu ihm gesagt, ja, okay, jetzt kriegen Sie mal von mir was. Und da hat er mir eine ganze Packung, nein, der hat mir eine ganze Packung Ferrero Küsschen geschenkt. Also ich finde, dass die überhaupt nicht geizig sind. Das ist ein abartiges Volk. Hey, ich sag dir mal was, wie du dich gibst, so kriegst du es auch wieder zurück. Ja, aber warum darf ich... Ich denke auch. Es liegt viel an einem selbst. Das mag sein, aber ich bin der Meinung, man kann sie auch anwidern. Und das ist wirklich, viele widern sich richtig an. Die brauchen da jeden Arsch rein. Warum sind die Dörfer nicht mal ein bisschen korrekter und denken sich, ey, die Leute, die auch... Nein, aber ich denke mal, es ist wirklich so, es gibt solche und solche. Man kann wirklich nicht sagen, das sind alles nur Dorftrottel. Es gibt unangenehme Menschen, aber sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf. So, interessant auch wieder, ich beobachte das ja immer, es ist das Wort Ferrero-Küsschen gefallen. War das richtig? Küsschen? Und was war Ferrero heißt? F. Ferrero. Das ist klasse. Das interessiert mich, die Sprache.